Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich wollte 2024 müllfrei starten und deswegen mache ich heute noch ein Aufgebraucht-Video. Fun Fact, das Ding ist eh schon voll, also von daher macht es durchaus Sinn. Und ja, wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen meine aufgebrauchten Produkte zu sehen und was ich dazu zu sagen habe, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich mache das Ganze jetzt einfach mal wild durcheinander, nehme das raus, was ich halt oben aufliege, habe und starte hier. Ich habe diverse Masken von der lieben Delia im Adventskalender gehabt und hier habe ich die von Holika Holika Shea Butter Maske. Ich mag diese koreanischen Masken sehr, sehr gerne, weil die sehr anschmiegsam sind, sehr dünn und hier haben wir auch wirklich ein wundervolles, fast schon stoffiges Vlies. Also die habe ich gestern Abend gemacht und die fand ich so schön, so nährend und kann euch die einfach immer wieder empfehlen, euch generell mal die K-Beauty Masken anzuschauen. Genauso ist es hier auch mit diesen Misha-Masken, da ist auch immer sehr viel Serum drin. Das ist jetzt die Cucumber-Mask gewesen. Die war sehr erfrischend. Also da hatte man richtig schön auch, also halt die Erfrischung im Gesicht, aber auch gleichzeitig eine leichte Beruhigung, würde ich mal so sagen. Und ich persönlich mit meiner sehr trockenen Haut kann das immer sehr, sehr gut gebrauchen, Feuchtigkeit in die Haut zu geben. Ne? Genau, also es ist tatsächlich sehr, sehr viel leer geworden, aber ne, wie immer, das Ganze ist teilweise auch über einen längeren Zeitraum offen gewesen. Zum Beispiel das hier von Julius ist länger offen gewesen. Das von Nivea Kids, das 3-in-1 Duschgel, Shampoo und Spülung und das war super. Das hat wirklich auch gemacht, dass da keine Knötchen in den Haaren waren, das hat nicht gebrannt, war für ihn wirklich klasse und hat auch sehr gut gerochen und wir hatten da sehr viel Spaß, muss ich wirklich sagen. Auch Schatzi hat was leer gemacht und zwar hat er mal wieder Waschanlage gespielt mit einem Rituals Duschschaum. Er liebt das einfach und das ist auch vollkommen in Ordnung, finde ich. Das ist mit Zedernholz und Vitamin E Komplex ein ganz, ganz toller Duft. Ja, mochte ich gerne. Es ist halt ein relativ klassischer Duft, aber ich finde ihn schön. Ich mag auch gern dieses Holzige, ne? Wenn er geduscht hat, dass es dann so holzig im Bad riecht. Ich habe natürlich auch ein bisschen Pflege gemacht von Lumen aus dem Adventskalender. Ihr fragt mich ja immer wieder, Mensch, was ist eigentlich mit den Pflegeprodukten aus den Adventskalendern? Kannst du nicht da mal irgendwie was zu sagen? Ja, ich muss es halt nach und nach aufbrauchen. Ich kann das ja nicht von jetzt auf gleich alle so jeden Tag ein neues Produkt testen. Da rastet zum einen meine Haut aus und zum anderen kann man da auch gar nicht wirklich einen Effekt mitbekommen. Ne? Das heißt, lasst dem Ganzen immer ein bisschen Zeit. Übers Jahr verteilt werde ich euch immer wieder was sagen. Sowohl hier im Aufgebraucht-Video als auch später dann, wenn es nicht funktioniert hat in den Flop-Videos, da habe ich auch schon ein bisschen was zur Seite gepackt, ne? Und hier hatte ich zum Beispiel das Nordic Hydra Aqua Luminescence Beauty Lotion Produkt. Das ist halt ein Toner gewesen und den fand ich solide. Also den fand ich jetzt nicht überragend, das heißt, ich würde mir den jetzt so nicht nachkaufen. Aber ich fand ihn okay, ich habe den abends verwendet, denn morgens habe ich ja noch so allerhand Produkte von Mary & May in Anwendung. Und wenn die aufgebraucht sind, dann werde ich quasi morgens auch wieder weiterhin andere verschiedene Marken haben und unter anderem natürlich auch wieder Dalton und so weiter. Und abends möchte ich demnächst auf Charlotte Tilbury gehen. Da bin ich sehr gespannt. Da habe ich mir auch schon ein bisschen was zur Seite gepackt. Also falls ihr das nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Ich habe auch die Anti-Aging-Körperbutter von Dalton aufgebraucht. Ein großartiges Produkt. Ich kann es nur immer wieder sagen, es ist nicht günstig. Ne? Also wartet immer drauf, dass es wieder Codes gibt. Im Januar wird es auch wieder einen Code geben. Es steht auch ein Event an. Es riecht unheimlich gut. Ich habe da sehr viel Freude mit gehabt, aber das habe ich nicht jeden Abend verwendet, weil das ist ein sehr hochwertiges Produkt, ein sehr, sehr reichhaltiges Produkt. Und ja, das ist etwas, das hebt man sich für gut auf oder wenn man sich gut fühlen will. Das ist vielleicht so die, ja, das Schlaue, was man machen sollte. Genauso verhält es sich hier auch mit Dalton, dem Ingwer-Meersalz-Körperpeeling. Auch das würde ich nicht jedes Mal, wenn ich Peeling mache, also jeden Dienstag, jeden Freitag anwenden. Das habe ich dann wirklich immer dann, wenn ich mir halt so ein Spa-Day gegönnt habe, habe ich das verwendet. Ansonsten habe ich halt Peelings genommen, die vielleicht nicht ganz so hochpreisig waren. Aber wie gesagt, im Januar geht die Party wieder ab. Dann habe ich hier von Maxime Giacomo mir die Neuheiten bestellt. Der hat ja Nights Beauty genau gegründet. Und dort finden wir verschiedene Seifen und auch Duschbomben quasi. Und ich habe hier die Fiore di Lavanda aktuell in Anwendung. Das ist eine Seife und die finde ich sehr, sehr schön. Also ich habe erst gedacht, huch, die ist relativ klein, aber die hält sehr, sehr lange. Ansonsten ist es so, wenn ich eine Seife verwende, so ein Stück Seifending, ne, relativ schnell ist das aufgebraucht, weil man wäscht sich ja öfters mal die Hände und hat auch Besuch da, der sich die Hände wäscht und so. Und das ist schon sehr,
Also das ist schon derbe. Das ist nicht so, ich pack's an und dann wird's halt direkt so, wisst ihr, so labberig, wie man das ja sonst öfters mal bei günstigeren Seifen hat. Das hast du hier nicht. Und deswegen kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Da gibt's verschiedene Duftrichtungen. Ich habe hier ja Lavendel. Du riechst nicht so super viel Lavendel davon. Klar, wenn ich halt mir die Hände wasche und wenn ich nachher dann auch an meinen Händen aktiv rieche. Aber es ist nicht so, als hätte ich quasi mir eine Lavendelpflanze auf den Rücken geklebt. Also von daher ist es ein empfehlenswertes Produkt, was ihr euch definitiv mal anschauen könnt. Und Knights Beauty und Giacomo Cosmetics sind ja auch zusammen in einem Shop. Das heißt, da kann man die Einkäufe auch entsprechend kombinieren. Ich empfehle euch auf jeden Fall, das Pinselset mit zu bestellen. Nun, dann hatte ich hier von einer ehemaligen Kollegin, die bei Ringana arbeitet, dieses Paket mit den Fresh Baby, also mit den ganzen Ringana Produkten bekommen, und da haben wir jetzt die Fresh Baby Windel- und Wundschutzcreme aufgebraucht. Ich bin ehrlich, ich habe die teilweise auch am ganzen Körper verwendet und auch dann bei mir, wenn ich dann sowieso am Wickeltisch stand und dann so, ach, hier ist ja auch eine trockene Stelle, habe ich mir das drauf gemacht. Das ist schon sehr, sehr, ich glaube, mineralisch dann, ne, weil das halt sehr weiß wurde. Aber wenn das dann eingezogen ist, war das halt einfach super reichhaltig. Also ich kann es euch empfehlen. Ich finde, das ist eine schöne Creme. Das Einzige, was ich hier ein bisschen schwierig finde, ist, dass du halt ein Ablaufdatum hast, genau bis 12/2023. Also ich musste das jetzt auch wirklich im Dezember aufbrauchen. Das ist immer ein bisschen schwierig bei frischer Kosmetik. Ansonsten fand ich das Produkt gut. Also, ne? Oh ja, das muss ich mir jetzt auch nachkaufen. NYX Glitter Primer. Wow, heute leer gemacht, ne? So ein geniales Produkt. Ich liebe diesen Glitterglow, den gibt's jetzt aber, glaube ich, auch mittlerweile bei Lookfantastic. Das heißt, da werde ich mir jetzt einfach mal ein Backup bestellen. Ich verwende bei jedem Augenlook mittlerweile den Glitterglow. Ganz egal, wie teuer die Lidschattenpalette ist. Ob es eine von Denisa Myricks ist oder ob es eine von Essence oder Riva Loves Me ist, weil es einfach jeden Look nochmal intensiver zum Strahlen bringt und einfach alles auf ein anderes Level hebt. Und da ich einfach Bewegung in meinem Gesicht habe, hilft es, dass das alles nicht so mega krass runterrieselt. Klar, das ein oder andere Glitzersteinchen hier sieht man, oder Glitzerpigment sieht man hier auch im Laufe des Tages unter meinen Augen. Ich bin jetzt auch um 7:30 am Drehen und habe mir heute Mittag den Look geschminkt, ne? Also von daher ist es in Ordnung, aber so ein geniales Produkt und das hält dir richtig lange. Ich lege es hier auch mal zur Seite. Ach, und da sehe ich gerade hier meine Bücher. Denkt auf jeden Fall, wenn ihr möchtet, dran. Ich habe ein neues Buch rausgebracht, Vergangene Verse, ne? Und das Begleitbuch Meine Gedanken. Das ist ein 5-Minuten-Tagebuch. Das ist ein Buch, wo ich meine Gedichte von 16 bis 18 jährigem Ich quasi reingebracht habe. Und hier drauf sieht man mich auch mit, ich glaube, 16 oder 17 Jahren. 16 war ich da. Genau, das war Winter 2005, 2006, so den Dreh. Also schaut gerne im Pelletier Verlag vorbei. Ich habe euch den Link mal dazu in die Infobox gesetzt. Das ist gerade erst gelauncht. Dann habe ich hier von M. Asam die Kollagen Neck and Decolleté Skin Tightening Mask. Die habe ich von Delia im Adventskalender drin gehabt. Die hat mir gut gefallen. Die war sehr salbig, würde ich mal so sagen. Also auch vom Duft her war das nicht so wie so eine feine Nivea-Creme, sondern es war schon wie so eine Wund- und Heilsalbe vom Duft her, ne? Und sehr, sehr schön reichhaltig. Also mir persönlich hat es gut gefallen und ich habe mir auch gedacht, okay, das ergibt Sinn, dass das Sinn ergibt. Also, weil das halt so reichhaltig ist. Ich denke mir halt, sowas musst du regelmäßig anwenden. Entweder regelmäßig als Maske anwenden oder regelmäßig als Creme anwenden. Aber auch da gibt's die, glaube ich, in der großen Geschichte bei Asam, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier habe ich auch von Yuti die iPad Masks aufgebraucht, Ceramide, Hyaluron und Zauberstrauch. Das ist auch von Delia gewesen. Das war leider Feuer. Also irgendwas hat Yuti in den Formulierungen geändert, was denen nicht unbedingt gut getan hat. Ja, von Delia habe ich vieles aufgebraucht. Auch die Aloe-Maske von Misha, die ich sehr, sehr gut fand. Also die war richtig schön beruhigend. Und ich habe ja hier diese Mr. Fred Ausflugsfamilie, die einfach so ein bisschen eine Party feiern wollte. Und eben bei Weihnachten ist, haben die auch ein paar Freunde eingeladen und ein paar Familienmitglieder. Dementsprechend brauche ich aktuell auch ein bisschen mehr diese beruhigenden Masken oder klärende Masken, ne? Genau. Dann habe ich von Corinne im Adventskalender dieses kneippverwöhnende Cremeöl-Peeling drin gehabt. Das ist das Peeling, was ich euch einfach empfehlen möchte aus der Drogerie. Das ist sehr, sehr angenehm. Man muss halt wirklich eine recht trockene Haut haben dafür. Ansonsten könnte es sein, dass dieses Öl, was da drin ist, einem zu viel ist. Für mich ist es großartig. Ich muss mich aber danach tatsächlich auch wieder eincremen. Also ne, mir persönlich würde es nicht reichen, aber ich bin halt auch wirklich eine extreme Trockenpflaume. Das ist halt einfach so. Dann habe ich hier von Rituals das Ritual of Ayurveda leer gemacht. Nourishing Rich Body Oil. Da kleben auch ein paar Haare von Sammy dran. Der junge Mann hat sich eben nämlich geschüttelt neben diesem Eimer.
Und das fand ich gut. Also ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt unbedingt nachkaufen würde. Ich verwende sowas ja von Knie bis Hüfte und ja, massiere mir das schön ein, habe da auch meinen Spa-Moment. Aber ob das jetzt so ein sackenteures Vieh sein muss, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich fand es aber sehr, sehr gut. Ne? Also gefallen hat es mir definitiv. Das ist Glas, das kommt zur Seite. Dann habe ich hier von Barbour die Lifting Tightening Cream Mask gemacht. Die war top. Die hatte ich von Anja im Adventskalender. Habe ich mir aber auf 2 Anwendungen aufgeteilt, weil die auch wirklich sehr schön, sehr reichhaltig war. Und kann sie euch definitiv empfehlen, euch die mal anzuschauen. Eine schöne Maske. Also ich habe viel an Masken auch versucht aufzubrauchen mal wieder. Ne? Dann habe ich hier auch Augenmasken von Essence. Die Hydrogel Eye Patches sind das. Und das sind einfach so mittlerweile Gott sei Dank im Standardsortiment eingezogene Eye Patches, die man wirklich jeden Tag verwenden kann. Und jeden Morgen mache ich mir Eyepatches drauf. Mittlerweile oder aktuell habe ich so eine flüssige Augenmaske oder eine Creme-Augenmaske, die ich verwende. Und wenn die leer ist, dann verwende ich noch eine andere Creme-Augenmaske. Und wenn die leer ist, dann gehe ich wieder zu diesen Pöttchen über. Für jeden Tag und für besondere Anlässe nehme ich mir dann zum Beispiel die hier von Shiseido oder da kommen wir auch nachher noch zu. Da habe ich auch noch andere, die halt wirklich einen langfristig intensiveren Effekt machen, um das mal so zu sagen. Nun, auf jeden Fall ja, sind die gut. Für jeden Tag finde ich die klasse. Ach so, zu den Feuer-Eye-Patches von Yuti muss ich übrigens auch noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Und zwar hatte ich die gerade drauf gemacht und dann klingelt es an der Tür. Dann natürlich, DHL-Bote war da, ne? Und dann haben wir uns auch so ein bisschen unterhalten und gequatscht. Und dann irgendwann sagte ich auch zu ihm, boah, ich muss mir die runternehmen. Ich habe hier überall Haare von Sammys, tut mir leid. Ich habe ihm geschmust. Ich sage, ich muss mir die runternehmen, ne? So runtergebrockelt. Ne? Und dann musste der auch schon wieder lachen. Ich sage, ja, Entschuldigung, die haben halt echt gebrannt. Und ich bin wirklich schmerzunempfindlich. Also das ist, muss man auch an dieser Stelle wirklich dazu sagen, dass ich jetzt nicht irgendwie so eine Mimose bin, die jetzt bei jedem Pups irgendwie sagt, au, das tut aber weh. Nee, ne, also schwierig mit Yuti. Ich weiß gar nicht, warum die das gemacht haben. Die waren doch mal so super beliebt, ne? Schade eigentlich. Okay, dann habe ich hier die Shiseido Eye Patches. Die hatte ich auch, glaube ich, in irgendeiner Look Fantastic Box mit drin. Das sind halt so Riesenviecher, die so halbe Tuchmasken quasi sind. Und Feuchtigkeit spenden, das brauche ich auch eben. Ja, Mensch, da hast du echt einen Krümel in der Teutje. Mann, Mann, Mann. Okay, also, sehr empfehlenswert, aber würde ich mir wahrscheinlich nicht so kaufen. Ich freue mich drüber, wenn ich die irgendwo in der Box drin habe oder ich hatte die auch mal in einem Adventskalender drin, dann verwende ich die liebend gerne. Aber es ist halt wirklich auch ein teures Vergnügen, sag ich mal, ne? Diese Lippenmasken, auch da freue ich mich drüber, wenn ich die irgendwo in Boxen finde oder wenn ich die aus Trashy rausnehmen kann, würde mir sowas aber nicht selber kaufen. Ich verwende das halt gerne, wenn ich den ganzen Tag so Videos gedreht habe oder einen Liquid Lipstick getragen habe oder sonst irgendwie meine Lippen geschädigt habe, ne, strapaziert habe. Da mache ich mir die gerne abends nach dem Duschen drauf. Auch das hier zum Beispiel von Yuti, das war ein gutes Produkt, hat mir einfach sehr gefallen und genau, aber ich würde es mir halt so nicht aktiv mehr im Laden kaufen. Habe ich eine Zeit lang gemacht? Nein, nicht mehr. Auch von Misha hier die Reismaske fand ich super. Die hat Feuchtigkeit gespendet. Auch die von Delia im Adventskalender gewesen. Die ganzen Misha-Masken, ne? Die Green-Tea-Maske, die grüner Tee-Maske beruhigt halt auch sehr schön die Haut. Also sehr tolle Schätzeleins. Die hatte ich mir mal selber irgendwie, oder waren die auch in der Box drin? Naja, von Purito, Ciza Aid, All Care, Recovery, da habe ich auch noch welche von den Anwendungen, aber diese Größe habe ich jetzt aufgebraucht. Ich bin halt jemand, wenn ich nervös bin, dann knibbel ich. Und wenn ich dann irgendwo sitze und dann habe ich hier so eine Fred-Geschichte, dann knibbel ich. Oder nachts, wenn ich halt nicht drüber nachdenke. So. Und um das halt zu vermeiden und um mich halt selber davon abzuhalten, trage ich mir entweder Make-up auf, weil ich dann einfach automatisch mir nicht so unbedingt mehr ins Gesicht fasse. Oder ich klebe mir halt solche Pickelpatches drauf. Und das ist, glaube ich, gar nicht mit Salicylsäure. Nee, das ist nämlich mit Asiatic Acid, also eine asiatische Säure irgendwie. Und Centella Asiatica und hast du nicht gesehen. Ich kann es gut gebrauchen. So, das hier habe ich von Delia bekommen, mit Teebaumöl, das beruhigt gereizte Haut, ist dünn und nass, also die Misha-Masken sind klasse, wirklich, gar keine Frage, die sind einfach, also ich mag das. Dann habe ich hier von Isana die Tuchmaske Einhorn verwendet, die habe ich von Corinne im Adventskalender gehabt, vielen, vielen Dank, die sitzt und pflegt okay, ist aber mehr Design als Pflege halt, ne, aber süß war sie auf jeden Fall, hat mich zum Lächeln gebracht. Dann habe ich hier eine Haarkur aufgebraucht von Glisskur. Das ist diese 7 Sekunden Express Repair Kur. Das ist ganz interessant. Also immer, wenn man halt quasi die Haare schamponiert und ausgewaschen hat oder
ja, immer wenn du halt Haarkur auftragen wolltest, ne? Dann habe ich mir die Haare so zur Seite genommen und habe das dann halt so in die Längen gegeben und habe dann aber auch mit der Hand so ein bisschen drunter gehalten, weil das halt sehr, sehr flüssig rauskommt. Wenn es aber in Kontakt mit den Haaren kommt und man dann auch so ein bisschen mit den Fingern durchgeht, wird es sehr cremig. Ganz interessant. Ich glaube, da ist irgendwas mit drin in Richtung hier Kokosöl oder sowas. Ich weiß das gar nicht. Ich habe mir das gar nicht so intensiv durchgelesen. Auf jeden Fall kam mir das so vor. Eine Keratin ist mit dabei. Keine Ahnung, warum das so ist. Panthenol ist da auch noch mit am Start. Nun ja, das war auf jeden Fall dann einfach so, dass du es nur eben kurz in die Länge reinmachst und Spitzen natürlich auch. Dann lässt es minimal einwirken und kannst es dann direkt ausspülen. Man muss es gut ausspülen, weil es doch eine relativ reichhaltige Sache dann ist und recht ölig sich anfühlt, buttrig fast schon, würde ich sagen. Fand ich von der Pflege okay, aber ich würde es mir jetzt nicht kaufen und sagen, es ist mega geil. Also da gibt es Haarkuren, die ich besser finde. Genau, und hier 20 Milliliter, das war eine Angabe, das ist viel zu viel, ne? Naja, egal. Slip-Einlagen habe ich aufgebraucht von Satessa, das sind die von Aldi. Kann man machen, ne? Warum habe ich es hier reingepackt? Dann habe ich hier noch was zum Abschminken reingegeben und zwar von Benefit the Professional Good Clean Up Pore Purifying Foaming Cleanser. Das hat ewig gehalten. Das kann ich euch, wenn ihr wirklich langlebige Produkte haben wollt, volle Elle empfehlen. Also Wahnsinn. Das hat Monate gehalten. Ich glaube, ich habe das seit Sommer auch in der Dusche stehen. Gut, ich habe es nicht durchgehend verwendet, aber wow. Das ist echt krass. Und habe ich als zweiten Schritt vom Double Cleansing verwendet. Ne? Und da hat das sehr gut dann nochmal alles runtergenommen und ja, einfach gut gereinigt. Das fand ich schön. Doch, das ist schon gut gewesen. Hier habe ich einen Liquid Lipstick aufgebraucht. Oh mein Gott, der war so toll. Ich weiß, war die mit dabei, als ich den aufgebraucht habe? Von Linda Hauerwürk. Es ist nämlich dieser hier in der Farbe Orange Red. Und den werde ich mir für nächstes Jahr wahrscheinlich sogar direkt mal nachbestellen müssen und auch in anderen Farben. Der Velvet Couture Liquid Lipstick. Und das ist eigentlich die einzige Formulierung von Liquid Lipsticks, die mir bislang so gut gefallen hat. Also richtig krass, richtig, richtig krass. Hat mich sehr überrascht, sehr positiv überrascht. Und ich habe dieses Jahr so viele Adventskalender ausgepackt, das ist ja der Wahnsinn. Und der hat gehalten, muss man wirklich sagen. Die Handcreme habe ich mir im Prinzip mit unserem Besuch auch geteilt, die dann ab und an mal vorbeigekommen sind. Denn die stand bei mir einfach auf dem Schreibtisch. Mein Schreibtisch steht quasi im Zentrum des Wahnsinns, also da kommt jeder gefühlt dran vorbei und das ist von Neutrogena, die sofort einziehende Handcreme, nicht fettend und die ist großartig. Also die kannst du dir wirklich mal eben so schnell zwischendurch drauf machen und die zieht dir wirklich gut ein und die ist nicht so, dass du, wenn du dann danach an die Tastatur oder ans Handy gehst, nachher alles vollgefettet hast. Sehr gutes Produkt. Dann haben wir hier von Max & More die Hydrogel Lip Mask und die fand ich nicht gut. Hält nicht, pflegt minimal, braucht kein Mensch. Ne? Hast du auch manchmal mit dabei. The Ritual of Namaste, Purify, das sind diese, ja, habe ich jetzt aktuell auch wieder neu in Anwendung, das war im Adventskalender, ne, habe ich hier auf dem Tisch einfach stehen, dass wenn ich halt so zwischendurch irgendwie einen Lippenstift abmache oder hier mal eben irgendwas am Tisch wegputzen muss, was halt wirklich hartnäckiges Make-up ist, hat das geholfen, ich würde sie halt auf gar keinen Fall zum Abschminken empfehlen, ne. Nicht so gut für die Haut. Hier habe ich von Essence High Beauty ein Mattifying Make-up Fixing Mist leer gemacht. Da war nicht mehr so viel drin. Ist leer und ja, ich brauche eigentlich kein mattes Finish. Das war solide, aber ich fand es jetzt nicht so bombastisch. Vor allem auch den Sprühstoß jetzt nicht so geil, ne? Also, gibt Besseres. Das war schwierig, das leer zu kriegen, weil ich eigentlich gar keinen Bock drauf hatte und das ständig vergessen wollte. Auch wieder von Ringana, das Fresh Tooth Oil. Also, ich weiß nicht, ob das einen Effekt gegeben hat. Ich bin halt unter die Dusche, ne, hatte dann ja quasi mein Double Cleansing Abschminkbalm drauf, bin dann unter die Dusche mit meinem angelösten Make-up, habe das Ding genommen, mir ein bisschen was im Mund gegeben und dann halt schon ordentlich gespült damit quasi. Und während ich mich halt wirklich geduscht habe, hatte ich das die ganze Zeit im Mund. Und das hat mir einfach mein Duscherlebnis versaut. Ich kann es wirklich nur so nennen, weil das einfach dann dadurch so ein bisschen diese Chillness weggemacht hat. Und das hat mich geärgert. Vielleicht hätte ich das irgendwo anders integrieren müssen in meiner Routine, aber ich wusste halt nicht wo und habe es dann dementsprechend wirklich nur unter der Dusche verwendet. Und das war halt blöd. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hätte man auch einfach ein Mundwasser verwenden können, was ich dann ja auch morgens gemacht habe und abends halt das Zahnöl. Also ich fand das jetzt nicht so überragend. Habt ihr sowas schon mal verwendet? Also generell Zahnöle? Dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich bin da jetzt nicht so intuit, dass ich sagen würde, oh mein Gott, ich brauche jetzt unbedingt wieder ein Zahnöl, ne?
Natürlich brauchte ich auch mal ein bisschen Liebe in meinem Leben. ja, also ich war auch manchmal ein bisschen mäh drauf und ja, habe mir dann auch irgendwann mal einen Moment in der Badewanne gegönnt und habe dann hier von Dalton die Hydro Lift Express Maske verwendet. Für mich einfach, sobald ich sie drauf habe, Liebe. Also das ist wirklich ein Saugnapf und es hält super, super gut. Und ich kann das aber auch halt einfach abends verwenden, wenn ich mich eincreme und so. Und wenn ich dann halt eine intakte Hautbarriere habe, also jetzt nicht irgendwelche aufgekratzten oder aufgemachten, wie auch immer, ploppten Pickel oder Kratzer, ne, dann kann man die auch nehmen, zusammenfalten, wieder reinmachen und am nächsten Tag nochmal verwenden und gegebenenfalls am darauf folgenden Tag, weil du hast hier super viel Serum drin. Es ist eine super tolle Maske, die halt nicht nur Feuchtigkeit spendet, sondern auch so einen Lifting-Effekt gibt. Also sowas vielleicht einmal die Woche, ne, in Anwendung nehmen, dann bist du halt wirklich gut dabei. Muss aber auch nicht. Einmal im Monat reicht eigentlich auch. Es ist halt wirklich ganz für einen selber und ich persönlich mag diese Maske einfach sehr, sehr gerne. Meine absolute Lieblingsmaske. Und ja, wenn ich manchmal nicht gut drauf bin, dann verwende ich manchmal halt einfach Produkte, die mich glücklich machen. Das ist auch irgendwie ein bisschen verrückt. Mein Freund hat noch ein bisschen mehr geduscht mit Seins, das Shampoo Anti-Schuppen-Minze, dreifach komplex. Ich war erstaunt, dass er es überhaupt verwendet hat, weil eigentlich ist er nicht so der Minze-Fan. Er fand das aber ganz gut. Er mochte vor allem diese Verpackung von dem Teil, also dass du hier quasi wie so ein, ne, Benzinkanister das Ganze hast. Ja, Männer sind manchmal auch ziemlich funny unterwegs, muss ich sagen. Auch die sind Verpackungsopfer. Hier habe ich von Yuti nochmal die iPad Mask mit Ceramiden, das hatten wir eben auch schon mal. Auch die haben leider gebrannt, auch die waren von Delia, also das ist halt wieder diese Sache, ne, die haben irgendwas geändert an der Formulierung. Red Ginseng von Misha habe ich aufgebraucht, das ist top, beruhigt Rötung, spendet Feuchtigkeit, die Passform ist top und nur an den Augen ist es bei mir ein bisschen zu klein, weil das zu nah beieinander ist. Keine Ahnung, ich habe halt einfach ein anderes Gesicht als das, was da halt vielleicht standardisiert vorgegeben wird. Dann habe ich eine Fußgeschichte aufgebraucht. Und zwar von Balea Magic Fairy Tale, die Fußcreme, die Limited Edition, die hatte ich mir, glaube ich, ja, selber sogar mal gekauft. Mochte ich. Also war solide, kann man auf jeden Fall machen. Ich creme jeden Abend die Füße ein. Ich finde, das ist unheimlich wichtig. Und ich fand das einfach hübsch mit dem Igelchen drauf und diesem herbstlichen Design und diesen Blumen und so, ne? War schon süß. Ja, und Pflege war halt okay, war jetzt nicht irgendwie eine Fußbutter oder sowas, es war halt eine solide Fußcreme. Dann habe ich hier noch eine Maske von, wo kommt die eigentlich, also was ist das eigentlich für eine Marke? Apieu, okay. Auch die von Delia natürlich, die nähert, hat ein tolles Vlies, so wie Seide oder so ähnlich. Also es hat sich sehr, sehr angenehm angefühlt. Und ich mag Banane. Also Banane und ich, wir sind ganz große Freunde. Ich mag ja auch zum Beispiel dieses Banana Hair Food von Garnier ganz gerne. Jo, das hier ist meine Mundspülung, die ich, nee, das ist Schatzis Mundspülung, von Eurodont, hat er aufgebraucht. Ich glaube, die war okay. Er hat sich jetzt nicht beschwert. Ich glaube, der hat sich die sogar schon nochmal gekauft. Die gibt's aber im Aldi, oder? Wo kommst du eigentlich weg, sag mal? Maxim Markenprodukte. Ich glaube, die kommt aus dem Aldi. Ne? Ja, also er ist dann nicht so wählerisch wie ich. Er mag halt auch, er mag auch wohl welche Sachen verwenden, die etwas schärfer sind. Ich bin da etwas sanfter unterwegs. Wow, ein Weichspüler habe ich leer gemacht. Oder wieder viel mehr von Lenoir April Frisch. Wir verwenden bei weitem nicht mehr so viel Weichspüler, wie wir es damals gemacht haben. Da halten wir uns wirklich sehr zurück. Ich finde, der von Lenoir ist einfach der beste. Und den verwende ich halt auch ganz gerne so für... Was war das denn? Ach, Sammy. Der macht Geräusch da hinten. Für unsere Nicht-Trocknerwäsche, also für so Feinsachen oder für sowas, was ich jetzt anhabe. Ne? Genau. So, ja, hier ist noch allerhand drin. Dann habe ich hier nämlich die Selfie Project I Love You Cool Shimmering Eye Pads gemacht. Die sahen ganz süß aus, aber haben leider nicht so viel gebracht, haben gerutscht. Die waren im Adventskalender auch drin von Anja. Und ja, halt mit diesen Herzchen außen, das war schon süß, ne? Und ich mag halt gerne Augenpads verwenden. Ich finde, das ist einfach ja bei mir sehr hilfreich, ne? Das hilft auch gegen Schwellungen und so weiter vorzugehen. Dann habe ich die Pure Skin Maske von Schäbens verwendet. Hautklärend, reinigt Poren tief und erfrischt. Die habe ich von Karen bekommen und fand die top. Also ich warte echt noch drauf, dass Schäbens irgendwann mal auf die Idee kommt. Ich meine, mittlerweile sind die ja schon bei Tuchmasken angekommen, aber dass die auf die Idee kommen, sowas als
Tuben oder Pöttchen so rauszubringen. Ne? Das wäre auf jeden Fall mal eine sehr, sehr gute Sache. Von Isana die Hydrogel-Augenpads Einhorn mit sofort frische Effekt Hyaluron und Drachenfrucht habe ich aufgebraucht. Die hatte ich von Corinne. Haben leider gerutscht und gebrannt. Rutscht und brennt anfangs etwas. Sonst okay, aber zu dick. Okay, das war dann nicht so der Burner. Aber ja, ist wie es ist. Manchmal ist es so, wenn es halt anfangs ein bisschen blitzelt, dass es nicht schlimm ist, weil du dann halt quasi die Wirkstoffe, dass die dann quasi in die Haut eindringen. Das ist manchmal okay für einen gewissen Moment, aber sollte nicht zu lang sein. Wobei das dann ja auch offensichtlich irgendwann aufgehört hatte. Ja, je tiefer ich gehe, desto kleiner werden teilweise die Produkte oder desto länger ist es her, dass ich sie aufgebraucht habe. Potato von Misha habe ich auch aufgebraucht von Delia. Dünn, Milchcreme, nass, beruhigt und fand ich top. Also wie gesagt, diese Misha-Masken, die Hulika-Hulika-Masken, die Apyl-Masken, das ist alles so schon sehr gut durchdacht. Dann haben wir hier noch was für den Körper und zwar Sol de Janeiro Beige Flor Elastic Cream. Da muss man ein bisschen aufpassen, das ist nämlich mit Retinol, ne? Hatte ich von Delia im Adventskalender, fand ich aber großartig. Also die hat so gut gerochen, oh mein Gott, und die hat sich so schön auf der Haut angefühlt und die Haut hat sich auch schön angefühlt. Das war halt schon toll. Also ich habe mich abends eingecremt und den nächsten Tag halt auch noch danach gerochen und das mochte ich gerne. Also das war schon ein sehr gutes Produkt. Ob ich mir die in groß nachkaufen würde? Wahrscheinlich ja, bin ich ehrlich. Hier habe ich auch noch die Collagen-Lift-Ampullen von dem Asam. Die habe ich aufgebraucht und die mochte ich gerne. Doch, das war eine schöne Sache. Habe ich, ich glaube, sogar auch abends verwendet, ja. Genau, war so eine 7-Tage-Kur. Und ich finde, dass sie schon meine Haut ein Stück weit elastischer aussehen lassen haben. Oder wie soll ich das sagen? Gelifteter jetzt nicht unbedingt, aber halt genährter. Ne? Das war auch eher eine ölige Geschichte, aber ich mag sowas ja. Also das ist schon mein Vibe. Also vor allem so Richtung Winter mag ich ja ganz gerne so ölige Pflege. Ne? Am Abend vor allem. Dann habe ich hier von Domoe Simply Fresh Nachfüller White Balance. Das haben wir bei uns im Badezimmer in diesem automatischen Sprühvieh gehabt. Das mochte ich schon. Also ich finde auch die Domoe-Düfte toll. Die sind, ja, es riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Die sind langanhaltend, also du hast halt wirklich lange was auch von diesem Moped. Dann hast du auch den Duft selber recht gut im Badezimmer, aber nicht zu intensiv, sodass man da Kopfschmerzen von kriegen würde. Du kannst natürlich auch in diesem Sprüher die Intensität einstellen. Aber wir kriegen ungefähr ein so ein Ding pro Monat auf. Und ja, die von Domoe sind einfach eine gute Alternative zu den originalen Airwick-Dingern, ne? Yo, dann haben wir hier noch was von Dalton und zwar diese Hals-in-Dekolleté-Push-Up-Effekt-Geschichte. Die war auch im Adventskalender drin und die gab es auch als Goodie mit dabei bei der letzten Rabattaktion. Ich habe sie auch im Hals- und Dekolleté-Bereich aufgebraucht und ich finde die sehr, sehr gut. Ich muss die echt mal wieder nachkaufen, weil ich merke einfach, Frauen sind bekloppt, oder? Also wenige Männer machen sowas, aber Frauen machen das. Wenn ich so mache und dann meinen Hals so drehe, dann habe ich hier, auch wenn ich ganz nah rangehe, so ganz feine Fältchen, die so jetzt gerade nicht, weiß ich nicht. Also wenn ich quasi hier auch so meine Sehnen anspanne, es ist so ganz merkwürdig. Auf jeden Fall, wenn ich dann nah am Spiegel stehe, dann sehe ich das halt so. Wow, ne? Ich sag ja, ist bekloppt. Und das habe ich halt weniger, wenn ich die halt verwende. Aber wann macht man so eine Grimasse? Wann verzieht man seinen Körper so? Gar keine Ahnung. Aber allein dieses Wissen, dass wenn ich dann halt, ne, dass ich das dann weniger habe, beruhigt mich oder macht mich einfach schon glücklich. Es ist bekloppt. Aber so ticken Frauen oder Menschen. Menschen auch. Also Menschen. Männer ticken auch manchmal so. Aber wir Frauen sind manchmal ein bisschen bekloppter als die Männer. Es kommt mir jedenfalls so vor, wenn ich jetzt so einfach mich in meinem privaten Umfeld auch umschaue. Ne? Also die wenigsten Männer bei uns aus der Clique oder aus meinem Familienkreis stellen sich im Profil vor den Spiegel, um sich anzugucken, wie flach der Bauch ist oder wie man so gebaut ist. Sondern die stellen sich frontal vor den Spiegel und sagen, läuft bei dir. Ne? Ja, es ist halt wirklich sehr, sehr sehr, sehr klassisch in meinem Umfeld und ja. Und ich gucke mich sehr intensiv mit Vergrößerungsspiegel an. Auf die Idee kämen Männer nicht. Wirklich nicht. Also mein Mann nicht. Nee. Von Reva Loves Me habe ich mein Lieblings-Setting-Spray aus diesem Jahr aufgebraucht. Das ist nämlich diese Galaxy by Maxim-Reihe gewesen, ne? Die Limited Edition, die er mit Reva Loves Me zusammen hatte. Und ich würde mich so freuen, wenn dieses Produkt in größerem Gebinde in das Standardsortiment einziehen würde. Weil das ist ein ganz, ganz tolles Dewy-Setting-Spray. Ähnlich zu dem, was ich heute zum Beispiel drauf habe von Charlotte Tilbury. Das macht halt einen frischen Effekt. Und du kannst es über den Tag verteilt immer wieder auch draufgeben, um halt nochmal einen Glow zu bekommen.
bekommen und der Sprühstoß hiervon war gut. Das Produkt war gut, es hat gut gehalten, aber es ist jetzt leider leer. Das ist sehr traurig. Etwas für die Haare habe ich aufgebraucht von Christophe Robin. Das hatte ich auch schon mal in einer großen Größe. Man muss es mögen. Das ist ein Kopfhautpeeling. Ich stehe da halt voll drauf, ne? Also bei mir ist es halt jetzt auch in der trockenen Jahreszeit. Es fängt bei mir schon im Sommer an. Wenn ich dann ja auch anfange, hier bei tropischen Temperaturen Weihnachtsmütze und Weihnachtspulli zu tragen, dann ist hier unten drunter, unter der Mütze, ein Klima. Und das bringt halt manchmal ein paar Schäden hervor, so dass ich dann Pickelchen an der Kopfhaut und so weiter bekomme und dann fange ich halt auch schon an, Kopfhautpeelings zu verwenden. So. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch im Herbst davon eine große Größe aufgebraucht und ich finde es einfach gut, also mir hilft es. Man muss ein bisschen aufpassen, da ist, glaube ich, auch irgendwas Salzmäßiges mit drin. Also sollte man halt irgendwie geknibbelt haben oder so, habt ihr ja mitbekommen, ist bei mir so ein Thema, dann brennt das wie Feuer. Also da muss man wirklich aufpassen. Also vorsichtig sich ein bisschen was rausnehmen. Ich gebe mir das immer in die Hände und dann fange ich immer tatsächlich hier hinten an, mir das einzumassieren und gehe dann langsam immer weiter nach vorne halt durch, unter der Dusche ist klar, und ja, wasche mir das dann entsprechend aus und ich shampooniere mich, bevor und nachdem ich dieses Peeling gemacht habe, ne? Damit ich halt einfach im Vorfeld schon eine gereinigte Kopfhaut habe und wirklich nur das weg Peele, was nicht hingehört, wie auch immer man das jetzt definieren möchte, und danach halt nochmal ein Shampoo, um wirklich alles rauszubekommen. Man braucht nicht unbedingt viel hiervon, weil das super krass schäumt. Also du kriegst damit die Schaumparty des Universums unter der Dusche und auch ein sehr feinporiger Schaum, ganz aufregend. Und das macht halt wirklich was, ne? Und du hast auch erstmal, wenn du dann so in die Haare reingreifst unter der Dusche, es ist ein sehr sehr, sehr krasses Gefühl. Also wer nicht mag, wenn man so mit Fingernägeln über eine Tafel geht, sollte auf das hier verzichten. Da gibt es dann andere Kopfhautpeelings, aber das ist schon sehr effektiv. Naja, dann habe ich hier eine Lippenpflege aufgebraucht. Die süßeste Lippenpflege des Jahres, würde ich mal so sagen, oder? Ja, ist von Colourpop aus einer Limited Edition von Alice im Wunderland gewesen. Und da war halt dieser Pilz mit drin. Hatte ich am Bett stehen und sehr, sehr süß. Da ist gar nicht so wenig Produkt drin gewesen. Sehr, sehr süß. Es hat auch wirklich nach Keks geschmeckt, ne? Und war schon reichhaltig, war auch schon effektiv, aber ich habe jetzt gerade die Nyx Reft de Miel wieder in Anwendung. Was heißt wieder? Ich habe sie in Anwendung und merke einfach, wie krass unterschiedlich da der Effekt ist. Also da geht die Party halt hart ab. Und hier war es okay, ne? Also man hat es halt drauf gehabt und es hat auch gut gepflegt. Es war auch teilweise am nächsten Morgen noch drauf, wie eine richtige Lippenmaske halt. Aber also, es war halt süß. Ich fand das toll. Ich habe das jedes Mal gefeiert, wenn ich das verwendet habe. Jeden Abend habe ich mich drüber gefreut. Dann habe ich hier ein British Rose Duschgel von The Body Shop aufgebraucht mit 60 Millilitern. Auch von Delia aus dem Adventskalender. Das war halt schon mein Duft, ne? Ich mag halt gerne diese British Rose Reihe. Und ja, das muss man erstmal aufkriegen. Riecht unheimlich gut. Ja, das ist ein ganz, ganz angenehmer Rosenduft und ich mochte das Produkt sehr gerne. Hat sauber gemacht, hat gereinigt, hat mich wohlfühlen lassen, halt genau das, was ich unter der Dusche halt haben möchte. Ja, ein Niacinamid-Serum habe ich aufgebraucht von Yepoda, The Repair Hero. Das ist ein großartiges Produkt, was ich euch immer wieder empfehlen kann. Ich habe keine Kooperation mehr mit Yepoda, aber ich setze euch meinen Link in die Infobox, damit würdet ihr, oder mehrere, damit würdet ihr die ein oder andere Kollegin von mir unterstützen, wenn ihr darüber bestellen würdet, inklusive der aktuellen Rabattcodes der Damen, denn ich glaube, es geht nur über die Links, dass die dann auch Provisionen bekämen oder so. Ne? Da Support ist kein Mord, also falls ihr Bock auf das Produkt habt oder auf The Calm Balm oder so, immer meine Kollegen supporten. Das ist wichtig. Genau. Fand ich gut. Niacinamide beruhigen die Haut, machen ein ebenmäßiges Hautbild. Haben mir auch geholfen hier immer wieder, weil ich bin ja manchmal, ne, bunt unterwegs und dann ist es halt einfach so, dass, also bunt unterwegs ungeschminkt, ne, dass ich dann halt irgendwie Rötungen habe oder sonst irgendwas und dann brauche ich halt etwas, was dann den Teint ausgleicht, was Rötungen minimiert und ja, Augenschatten auch reduziert und das ist halt einfach ein optimaler Wirkstoff. Niacinamide ist großartig. Dann habe ich hier etwas aufgebraucht von Mary and May, das ist das Ede Benone and Blackberry Complex Serum. Das mochte ich auch sehr, sehr gerne, habe ich morgens verwendet, war recht leicht eigentlich, ne? Obwohl einfach sehr viel Produkt habe ich immer auf die Haut gegeben und eingearbeitet und so. Und das war aber so angenehm. Und ich finde auch, dass die Mary and May Reihe meine Haut schon ein Stück weit
verbessert hat. Auch wenn ich Pickel gekriegt habe, aber das liegt eher an den Hormonen, die ich einfach jetzt gerade habe. Die sind einfach stärker, seitdem Julius da ist. Ihr bekommt Mary and May, wenn ihr möchtet, bei YesStyle. Da habe ich den Code Claudis Welt, müsste das sein oder so. Da könnt ihr auch auf alles Mögliche immer sparen. Das ist immer je nachdem, welchen Bestellwert oder welche Produkte das sind. Ne? Schaut da gerne mal vorbei. Mochte ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und sehr, sehr gut getan offensichtlich. Ne? Nun, dann habe ich hier noch eine Ampulle von Dalton. Das ist die C-Ampulle. Ja, mit Stammzellen quasi. Also die hat auch wieder bei der Reparatur der Haut geholfen, also hier ne, in dem Bereich. Und ich habe quasi, also mein Gesicht und meine Kaiserschnittnarbe haben sich diese Ampulle geteilt. Das ist meistens der Fall bei mir, weil die da auch super krass wirkt. Also sowohl das C-Serum und die C-Creme als auch die Ampulle wirken Wunder auf Narben, weil das halt zur Zellerneuerung richtig krass irgendwie anregt, weil da irgendwelche Stammzellen drin sein sollen. Und das wurde mir bei Dalton empfohlen, ich habe es ausprobiert und ich merke wirklich, dass dadurch auch eine Verbesserung eben auf genau diesen Regionen zu vermerken ist. So kann man das sagen. Jedenfalls bei mir, ne? Dann habe ich hier von Estee Lauder die Revitalizing Supreme Plus Youth Power Cream aufgebraucht. Die hatte ich von einem Anja im Adventskalender. Damit fühlst du dich wirklich edel, ne? Sie ist halt sehr stark parfümiert, das muss man wirklich sagen. Ich habe die abends verwendet. Ja, aber meine Haut mochte die schon. Also das war sehr seidig und ich habe die gerne verwendet. Also das war eine tolle Creme. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr. Und zwar habe ich ja gebadet. Das ist die Badeessenz von Kneipp Gute Nacht, die ich gemacht habe. Die hatte ich quasi mir mit reingegeben als die Badebombe, die ich von der lieben Corinne reingemacht habe, sich so langsam verflüchtigt hat, habe ich das einfach nochmal hinterher gekippt. Einfach, weil ich mir gedacht habe, okay, du musst jetzt wirklich nochmal krass abschalten. Und ich fand das hier aber gar nicht so geil. Also mit Zirbenholz und Amyris, das war halt sehr, sehr dunkel. Ich habe da auch erst ein bisschen von auf mein Bein bekommen und das war nicht so cool. Also das war dann auch lange Zeit dunkelblau. Und dann musste ich richtig schrubben, dass ich das abgekriegt habe. Das fand ich blöd. Die Wanne selber, ja, musste man danach auch nochmal ordentlich sauber machen. Also die würde ich jetzt nicht so unbedingt in groß zum Beispiel empfehlen. Ich glaube, das macht nicht so viel Freude. Ne? Dann habe ich hier noch eine Kerze aufgebraucht von dem Juwelkerze-Adventskalender Make a Wish. Das ist halt immer eine Sache, wenn ich hier Kerzen oben aufbrauche, hast du oft noch ein bisschen was drin, weil ich sie dann irgendwie frühzeitig auspusten muss oder sonst irgendwas, weil ich lasse die ja nicht brennen. Ne? Ich gehe ja irgendwann auch runter. Und ja, ist okay ausgebrannt. Hier ist noch gut was drin. Das ist ein bisschen schade. Aber ich fand die Kerze an und für sich nicht so cool. Der Druck war schief und der Duft war nicht so vorhanden. Also für den Preis, den man da für den Adventskalender verlangt hat, so eine Kerze auch mit reinzupacken, war schon peinlich. Ne? Hier haben wir ein Produkt Upcircle Face Mask mit Olivenstein. Da musste man ein bisschen aufpassen. Auch die aus Delias Adventskalender. Als Maske an und für sich. Als reinigende Maske fand ich die gut. Man musste halt ein bisschen aufpassen, wenn man sich die abgenommen hat, weil die eine leicht peelende mechanische Wirkung mit dabei hatte. Ich habe dann einfach mein Gesicht so unter den Wasserhahn gehalten und dann ganz vorsichtig mit den Händen die Maske so entfernt, damit halt nicht dieses mechanische Peeling auf meiner Haut stattfindet, weil an und für sich die Wirkung von der Maske fand ich gut. Ne? Aber dann müssen meiner Meinung nach eigentlich keine mechanischen Peelingkörner an, also in Form von Olivenstein zerquetscht, zerbröselt drin sein, meiner Meinung. Ja, von Balea habe ich eine Augenpflege leer gemacht, die belebende Augenpflege. Die habe ich morgens verwendet erst, habe ich dann ja abends verwendet. Also sie hat es nicht gemacht. Sie hat nicht diese Schwellung minimiert. Sie hat bei mir auch nicht diese Strahlkraft oder sonst irgendwas gegeben. Nee, also da muss ich sagen, hat man, nee, nicht so den Effekt bekommen, wie ich den von anderen Augencremes halt so habe. Ich fand die auch nicht so pflegend. Das heißt, auch für den Abend war sie mir ein bisschen zu wenig, ne? Nee, also vielleicht, wenn man ein paar Jahre jünger ist und noch nicht so eine reichhaltige Pflege benötigt, wie das bei mir der Fall ist, ist das noch eine gute Geschichte. Bei mir ist das halt einfach nicht so gut gewesen. Hier habe ich was leer gemacht und das bekommt ihr mittlerweile auch sogar in dem Online-Shop von der lieben Özlem, also bei elanelo-shop.de oder com. Ich setze euch den Link in die Infobox. Das ist das Lashlem. Und ja, die liebe Özlem hat hier nämlich ein Wimpern- und Augenbrauenserum rausgebracht. Ich hatte das erst auf meinen Wimpern verwendet, habe auch gemerkt, dass es auf meinen Wimpern nicht so wawawum Lashes macht, wie mein Grande Lash zum Beispiel. Habe das dann nach, ich glaube sogar wirklich 2 Monaten,
super viel drin, 6 Milliliter, ne? Für meine Augenbrauen verwendet, jetzt mittlerweile ist es leer. Und da ist die Party halt so richtig abgegangen. Also du hast hier ein bisschen Hormone drin, die aber wirklich nur an dem Punkt wirken, wo du sie halt haben willst, ne? Also ich habe das zum Beispiel sogar in meiner Stillzeit auch verwendet. Ich glaube auch in meiner Schwangerschaft ein bisschen. Und ja, ich fand's klasse und werde mir das auch nachkaufen. Das ist nicht günstig, ne? Aber Support ist kein Mord. Ich unterstütze da gerne Özlem, weil die da echt gute Produkte im Shop hat. Schaut gerne mal dort bei ihr vorbei. Dann habe ich hier meine Einhörner leer gemacht. Also das, was hier jetzt drauf ist, ist halt nicht klebend mehr. Also nee, da ist halt hier schon, ne, was von dem Dings ab. Es ist einfach ein Washi-Tape, was ich, glaube ich, mal irgendwo bei Amazon oder so gekauft habe. Damit habe ich halt so meine Klebestreifen-Looks gemacht. Als ich vor, weiß nicht, anderthalb Jahren oder so, die Sarah Isabel hier mal hatte, hat sie mir das nämlich erzählt, wie man das so am besten machen kann und hat mich da so ein bisschen in die Materie eingeführt. Und seitdem mache ich das auch öfters und finde es großartig. Also ich habe hier auch immer Klebestreifen bei mir liegen, immer Washi-Tape liegen. Mittlerweile hat Catrice sowas im Standardsortiment. Dann habe ich hier auch Kami, heißt das, glaube ich. Genau, Kami gibt's, weiß nicht, gibt's das noch bei Pjolsch? Auf jeden Fall auch drin liegen und auch von Maybelline eins aus dem Adventskalender, was richtig gut ist. Nun, auf jeden Fall habe ich das leer gemacht, aufgebraucht, wie auch immer, hat eine Weile gedauert. Dann habe ich hier das Mermaid & Me Calm Me Sculpt Concentrate aufgebraucht. Das habe ich mal. Hä? Ist das hier nicht mehr drauf? Ach, schade. Das habe ich nämlich mal geschenkt gekriegt. Ich habe es mal draufgeschrieben, aber es ist halt ja so, dass ich das verwendet habe, nachdem ich meistens auch irgendwie Öl an den Fingern hatte. Das heißt, ich habe das dann irgendwie wohl abgekriegt. Toll. Naja, es ist auf jeden Fall ein Kopfhautserum, was man verwendet, bevor man seine Haare föhnt, ne? Also wenn du die Haare halt richtig gewaschen hast und ja, die Kopfhaut gereinigt ist, dann macht man das drauf, um die Kopfhaut zu beruhigen. Ihr habt es ja eben schon mitbekommen, ich bin ja so ein Fan davon, irgendwas für meine Kopfhaut zu tun. Dieses Produkt hat leider nicht so wirklich bei mir was Gutes bewirkt. Es hat ein bisschen vielleicht beruhigt, aber es war jetzt nicht so krass irgendwie, dass ich halt einen Mega-Effekt gemerkt hätte. Und ja, ich finde einfach, dass es gemacht hat, dass meine Haare schneller fettig wurden. Das muss ich leider sagen. Also, dass ich dann halt nicht immer das geschafft habe, nur alle 2 Tage meine Haare zu waschen. Aber das kann auch nur einfach sein, das ist, ne, nur meine Erfahrung, kann auch irgendwie bei euch anders sein. Diesen Eyeliner habe ich so gerockt, der war so geil. Den habe ich, ich glaube, im Frühjahr. Man sollte Produkte, die man direkt am Auge verwendet, Mascara, Eyeliner, Wimpernserum, Concealer eigentlich maximal 2 Monate in Daueranwendung haben. Ne? Augencreme auch wichtig. Ja, ich habe es ein bisschen länger gemacht, war vielleicht nicht so intelligent, ich weiß es nicht. Ich habe den so geil gefunden und den gibt's nicht mehr. Das fand ich so schade. Das ist von Physicians Formula, dieser Eye Booster. Und der hat nämlich so ein Pinselspitzchen dran. Und diese Pinselspitze ist wirklich großartig gewesen. Ich konnte damit so gut malen. Also, Denisa Myricks hat ja auch sowas, den Linework rausgebracht, den Onyx, ne? Und der hier war besser. Das ist unglaublich. Ich fand den so gut. Ob der jetzt wirklich gemacht hat, dass meine Wimpern mehr gewachsen sind, gar keine Ahnung. Ich fand den aber so phänomenal und bin so traurig drüber, dass ich den aufgebraucht habe. Aber irgendwann kommt das halt, ne? Nun, ja, eine Maske habe ich aufgebraucht von Spa Exclusives. Das ist aus dem Action-Adventskalender gewesen. Face Mask 8 Milliliter. Die war okay. Das war jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, die war ja krass. Die war parfümiert, was nicht für jeden gut ist. Die war okay Feuchtigkeit spenden. Die war halt so ein bisschen Spa-Moment, ne? Aber die war jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, sehr empfehlenswert. Es war halt ein solides Ding, ne? Schade eigentlich. Nun, so, ich habe hier noch 3 Schätze. Da muss ich aufpassen, dass ich mir nicht wehtue, weil hier was Fettes, ja, aufgebrochenes ist. Das zeige ich euch zuallererst, dann ist die Gefahr gebannt. Die Stressless-Ampulle von Dalton habe ich nämlich gemacht. Das ist diese hier. Ich nenne sie ja immer so gerne meine Ölbombe, weil das ist richtig krass ölig. Und du siehst nachher aus, als wärst du irgendwie in Frittenfett geflogen. Das ist nun mal so. Und ich gebe mir die auf mein Gesicht, Hals, Dekolleté und kann das wirklich 2 Tage in Folge machen, weil da so, also du kriegst da richtig viel raus, ne? Und das sag ich mit trockener Haut, die alles aufsaugt wie ein Schwamm. Das heißt, wenn du halt eine normale Haut oder eine Mischhaut hast, da kommst du Ewigkeiten mit aus. Hier eignet sich der Ampullensprüher nicht, weil das halt von der Konsistenz ölig ist und dementsprechend den Ampullensprüher nicht hochkommen würde. Also so meine Erfahrung. Ja, aber ich finde die klasse. Also wirklich große Empfehlung, wenn du
sehr viel Liebe für die Haut brauchst, sehr viel Feuchtigkeit, beziehungsweise das Öl ist ja eher dafür da, um zu verhindern, dass deine Haut Feuchtigkeit verdunsten lässt, ne? Also es hält eher die Feuchtigkeit in der Haut und ist halt eher wie so eine Schutzschicht, mehr oder weniger. Also ich fand die super, super gut und sowieso die Dalton-Ampullen, bestes Leben ist so. Dann habe ich hier auch von Nights Beauty, also von Maxim, die Parfumo oder Parfumo Doccia leer gemacht. Das ist eine der Duschbomben gewesen. Ja, ist ein schönes Feeling, aber das braucht man jetzt nicht unbedingt, ne? Ich find's cool, ich werde die auch aufbrauchen. Ich habe da ja noch ein paar von, die ich mir bestellt hatte. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, das braucht man unbedingt in seinem Leben. Es ist auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn ich, also alle zwei Tage habe ich ja dieses Duschen ohne Haare, wo ich dann wirklich nur eben meinen Körper einschäume und ein bisschen, keine Ahnung, mich rasiere oder so, vielleicht auch mal ein Körperpeeling mache, wo ich dann aber vielleicht noch ein bisschen mehr extra mit reinbringen möchte unter die Dusche, dann nehme ich mir halt gerne so eine Duschbombe und dann kommt die ja unten rein, am besten relativ weit weg vom Abfluss hinpacken, was jetzt bei einer Walk-in-Dusche wie bei uns ein bisschen schwieriger ist, aber es ist schon schön. Also wenn du das dann so drin hast und dann so ein bisschen dieser Duft auch hochkommt, das riecht so ein bisschen waldig und wenn man die Augen schließt, dann stellt man sich vor, man steht im Wald, ist manchmal eine ganz feine Kiste für einen. Ne? Nun, und das letzte Produkt, was ich hier habe, ist eine Sünde, wirklich. Es ist sündhaft teuer. Es ist extrem gut. Es ist eine Augencreme und es kommt von Clé de Peau. Und dieses kleine Schätzelein hat echt einen enormen Wert. Schon alleine diese 2 Milliliter oder so, die da drin sind. Ich würde mir das im Leben niemals, niemals in Full Size kaufen, weil dafür bin ich selbst zu geizig. Ich kaufe mir Lidschattenpaletten für 150 Euro, aber dafür bin ich zu geizig. Läuft bei mir. Aber ja, das ist halt schon echt eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und ich weiß noch, als ich das Video geschnitten habe, als das Ding drin war und Schatz mir mal so irgendwie zufällig über die Schulter geguckt hat und ich halt den Preis rausgesucht habe, dass er sich bei mir darüber aufgeregt hat, wie teuer dieses Ding ist. Ich sag, Schatz, sorry, ne? Kann ich nichts für. Ich mache hier doch nur Videoschnitt und da ist der Preis, da kann ich nichts für. Das steht hier nun mal so. Ne? Ja, das bleibt halt für immer. Aber ja, die Pflege war halt auch gut. Und das ist eben das, was ich immer so denke, okay, wenn du halt diese Produkte hast, die diesen Preis ausrufen, dann müssen die aber auch wirklich was können. Und das konnte leider, naja, Gott sei Dank konnte das ganz schön viel, ne? Nun, so, ich habe jetzt hier meinen Eimer leer gekriegt. Ich habe jetzt hier meinen Müll stehen. Das läuft doch. Das heißt, ich habe jetzt hier nochmal vor dem Jahreswechsel ein bisschen mein Lager leeren können und euch meinen Müll zeigen können. Ja, ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat und ihr vielleicht ein bisschen Inspiration bekommen habt, vielleicht was interessant für euch sein könnte oder auch welche Produkte eher weniger was für euch sein könnten. Denn ja, ich teile hier einfach nur meine persönlichen Erfahrungen mit. Ne? Das wäre es hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.